Barakallahu fikum, sagt Allah. Der Bruder sagt, und das ist eine wichtige Frage übrigens. Der Bruder sagt, eine Frau hat den Islam angenommen, sie hat einen Mann geheiratet. Dieser Mann ist seit 3 Jahren verschwunden. Der hat keinen Kontakt zu ihr, die weiß nicht, wo der ist, die weiß gar nicht von ihm. Und jetzt will sie heiraten. Seit 3 Jahren wartet sie und der Mann ist nicht da. Wie soll sie heiraten? Erstmal, Barakallahu fikum, dieses Thema ist sehr umstritten zwischen den Gelehrten des Islam. Und zwar, eine Person ist verschwunden. Kann man dann diese Person als tot erklären oder kann man nicht? Es kann sein, man sagt, okay, die Frau kann heiraten, dann heiratet sie und dann nach 1 Jahr oder nach 2, 3 Monaten kommt der Mann und sagt, ich bin da. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wie sollen wir wissen, ob die Frau die Wahrheit sagt oder nicht? Für meine Frau, die ist meine Frau, dann hat die Frau 2 Männer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala warnen, das geht nicht. Deshalb, barakallahu fikum, bei solchen Themen, da muss ein Richter das entscheiden. Die Gelehrten des Islam, manche sagen, nach 6 Monaten erzählt man diese Person als verstorben. Manche sagen nach 1 Jahr, manche sagen nach 4 Jahren und manche sagen, es gibt keine Zeit. Wenn der Mann verschwunden ist, dann muss die Frau warten auf ihn. Aber natürlich, das ist ungerecht mit der Frau, dass sie die ganze Zeit wartet. Deshalb, sie geht zum Richter, der Richter fragt sie, holt sie Zeugen, dass wirklich dieser Mann verschwunden ist. Und da könnte der Richter ihr die Scheidung geben. Und wenn der Richter, das wird der Richter, macht den Heiratsvertrag ungültig. Und dann, barakallahu fikum, kann sie den anderen heiraten. Wenn auch der Erste dann kommt, spielt keine Rolle, weil der Richter das gemacht hat. In Deutschland haben wir keinen muslimischen Richter. Was machen die? Die geht zu dem Mann, der für sie den Heiratsvertrag abgeschlossen hat. Und der macht das. Der Bruder sagt, wenn der Imam oder die Person nicht mehr da ist, dann suchen sie einen Imam oder einen Gelehrten oder einen Alim und die fragen ihn. Und wenn er ihnen Fatwa gibt, dann bitteschön. Aber da muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.